Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Iron Harvest. Die erste Folge kam erstaunlich gut an. Und deswegen mache ich es auch erstmal weiter. Wie viele Folgen es geben wird, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Das hängt auch ein bisschen von meiner Lust ab. Und wie sich das Spiel entwickelt. Ich hatte ja in der ersten Folge gesagt, so manche Sachen sind mir ein bisschen seicht. Gucken wir einfach mal, wie es läuft. Aber es wird auf jeden Fall jetzt erstmal heute auf jeden Fall eine neue Folge geben. Sonst wären wir gerade nicht hier. Und sonst ja, gucken wir einfach mal, wie es die nächsten Wochen sich entwickelt. Bevor wir aber loslegen, möchte ich kurz was vorstellen. Und zwar hat mich nach der ersten Folge der Styler 936 eingeschrieben und hat gesagt, hey, er hat quasi einen großen deutschen Iron Harvest Guide oder den größten deutschen Iron Harvest Guide erstellt und hat gefragt, ob ich den doch mal vorstellen könnte. Und das mache ich natürlich gerne, denn so kleine Community-Projekte sind doch vorstellenswert. Aber so klein ist er gar nicht. Denn alleine, wenn ihr euch hier mal kurz auf der rechten Seite, also wir sind gerade auf einer Steam-Seite, die sind jetzt Steam veröffentlicht, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch alleine dieses Verzeichnis anschaut, auf der rechten Seite, da ist ein Haufen Zeug drin. Wir können ja mal kurz durchgehen, was so grob drin ist. Im Prinzip fängt das alles an bei den. Bei der Vorstellung von den einzelnen Helden mit ihren Fähigkeiten, wo sie gut drin sind, wo sie schlecht drin sind. Und das zieht sich dann natürlich weiter auch in die Einheiten, wo dann wirklich jede einzelne Einheit mit ihren Stärken und mit ihren Schwächen vorgestellt wird, was für Fähigkeiten die haben und. Geht dann weiter über verschiedene Taktiken. Oder einzelne Strategien. Es werden teilweise auch zum Beispiel Strategien für Rushes vorgestellt in einzelnen kleinen Videos. Finde ich ziemlich cool. Und sogar, Moment, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Genau, jede einzelne Map, die es momentan im Multiplayer gibt, wird auch vorgestellt. Also wo quasi die Ölvorkommen sind, wo die Mineralvorkommen sind. Was alles eingenommen werden kann, das finde ich ziemlich gut gemacht. Deswegen schaut euch einfach mal den Guide an, wenn ihr selbst einen Harvest spielt und vielleicht noch die eine oder andere Frage habt. Ich habe auch mal seinen Discord in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, schaut einfach mal rein. Der wird sich bestimmt freuen, wenn er da ein bisschen Feedback zu bekommt. Es ist viel Arbeit reingeflossen, glaube ich. Hier auch noch einiges an kleinen Geschichtchen reingeschrieben. Schick, schick, schick. Viele Videos verlinkt. Deswegen guckt einfach mal vorbei. Lasst ein bisschen Liebe dort. Aber ich würde mal sagen, damit steigen wir auch in die neue Folge ein. Vielen Dank erstmal für die ganzen Kommentare, die ich unter der letzten Folge bekommen habe. Das war ein echter Haufen, was mich sehr gefreut hat. Und es war tatsächlich Polnisch, was wir da am Anfang gehört haben, aber ich habe sie auf Deutsch dann umgestellt. Mein Polnisch ist nicht so gut. Ja. Und was das mit dem schicken neuen Kopfhörer hier auf sich hat, ja, das solltet ihr demnächst in einem Video erfahren. Das kommt, glaube ich, morgen raus. Deswegen stay tuned. Hat auf jeden Fall was mit Razer zu tun. So. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig, wo wir drin waren. Wir sind auf jeden Fall auf einer Map angekommen. Und ich mache mal ganz kurz den Sound ein bisschen lauter. Ein bisschen. So. Ich glaube, das passt schon. Wahrscheinlich fliegen uns dann in den Zwischensequenzen wieder die Löffel weg. Gut, also wir sollen den Bahnhof einnehmen. Der ist hier oben irgendwo. In der Mitte scheint ein Fluss zu sein. Ein relativ breiter Fluss. Gegnerische Basen haben wir wahrscheinlich hier und hier. Ach ja, stimmt, ja, er steht ja da. Gut, dann gucken wir einfach mal, ob wir da Ja, durchkommen. bin unterwegs. Ist das euer Ernst? Okay, es Das ist. Mädchen gibt jetzt die Befehle? Klappe, sie weiß, was sie tut. Die Sprachausgabe ist mir ein bisschen laut. Ja, komm, wieder ein bisschen runter. Auch Lautstärke, Effektlautstärke. Gucken wir einfach mal. Ich habe eigentlich nichts getan, außer meine komplette Hoffentlich. Hardware quasi Alles umgestellt. klar. So. Hoffentlich wärmt mich das wieder etwas auf. Ist dir kalt?
So, erstmal an. Zu Hause nennen wir sowas eine laue Nacht. Anschleichen. Ich glaube nicht, dass wir uns komplett bis dahin anschleichen können, ne? Auf Sie, Wojtek! So, Wojtek greift an. Ich nenne ihn ab sofort jetzt nur noch Wojtek. Auch wenn es ein großer, fetter Bär ist, er steckt trotzdem relativ wenig ein. Ah gut, da schießen halt 10 Leute auf ihn. Gefühlt. Sehr gut. Also, das hätten wir erledigt. Wie kann ich helfen? Kämpfen wir uns bis zur Basis komplett vor. Hier kann ich leider nichts mitnehmen. Schnell die Deckung. Na, guck mal, die haben da hinten auch ein bisschen Deckung. Die haben aber so Schrotflinten, aber die kann ich halt nicht aufnehmen. Das sind die Standardwaffen. Dann mal los. Niemand da. Sucht weiter. Die können überall sein. Hat jemand Granaten bestellt? So, schnell da rein. Lol. Die hatten dieselbe Idee wie wir. Naja, der macht das schon, der Bär. Also die Einheiten verhalten sich halt manchmal ein bisschen blöd und das stört mich massiv, muss ich leider sagen. Ich hoffe, das wird irgendwann ein bisschen besser. All diese Zerstörung. Das ist gar nichts. Ich war in Städten, wo ganze Blocks in Trümmern lagen. Wegen der Max. Die größeren können mitten durch ein Haus laufen. Vorsicht! Max patrouillieren die Straße. Gegen die brauchen wir schwere Waffen. Hier sind mehrere Feinde! Wo kommen die denn jetzt her? Sieht nach einem sicheren Ort aus. Oh, Kacke. Kacke. Ich mach mich auf den Weg. Ah, guck mal, da ist eine Waffenkiste. Werkzeug. Was sollen wir denn damit? Werkzeug und Minen. Das klingt schon besser. Werkzeug und Minen. Neue Befehle für uns? Machen wir uns an die Arbeit. So, mache Infanterie zu Pioniereinheiten, indem du sie auswählst und auf rechte Maustaste auf einer dritten Schaufel klickst. Polanias Beste stehen bereit. Wir können jederzeit loslegen. Was kann ich dann mit denen machen? Reparieren oder ein Gebäude bauen. Ich kann hier Minen hinsetzen. Vergesst nicht, dass sie hier liegen. Ein Gegner und er ist nicht allein. Ja, renn einfach mal ordentlich. Oh Gott. Das dauert ja ewig. Wenn die wiederkommen, sind die noch lange nicht fertig. Oder? Doch, hier sind ist sie. So gut wie woanders. Abgang. Ist nicht allzu weit. Alles klar, gehen in Deckung. Bereit. Ich versuche gerade irgendwie herauszufinden, wo ich mich verschanzen kann ordentlich. Kann ich? Grenadiere stehen bereit. Sehr gut, da kann ich rein. Ja? Wo kann ich mich mit der verschanzen? Na komm. Ich gehe besser in Deckung. Verschanzen, habe ich gesagt. Deckung kann nie schaden. So, der müsste jetzt im Prinzip gleich zurückkommen, der Mac. Ne? Bereit. Oder auch nicht. So blöd. Hätte ich das gewusst, hätte ich mehr Minen gesetzt. Wo könnte ich mich mit denen noch verstecken, ey? Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Hier ist es so gut wie woanders. Positioniert die schon mal um. Nehmen Deckungsposition ein. Wir machen uns auf den Weg. Hier kann ich sie nicht hinstellen, das geht nicht. Verstanden, sind unterwegs. Wie geht's weiter? Grenadiere stehen bereit. Wir haben jetzt lange genug rumgesessen. Okay, also die kommen anscheinend nicht wieder. Sie sagen, was sie brauchen und wir bauen es. Mach noch welche hin. Nur keine Hektik. Wahrscheinlich kommen sie genau jetzt wieder. Muss so sein.
frage mich halt, ob die vielleicht zwischen den zwei Basen patrouillieren. Aber gut. Wir gehen jetzt einfach mal zur nächsten, weil... Da sind Gegner. Ach, guck mal, da kommen sie doch. Eine ganze Menge. Gehen wir mal spazieren. Los, 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 los. Weg, 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 weg. Ich hoffe nicht, dass die jetzt explodieren, wenn die Infanterie da drauf latscht. Na, natürlich tun sie das. Lol. Die bewegen sich. Mit den besten Wünschen von Polani, Falkgötter! Ja? Wird gemacht! Ich hab sie im Visier! Haltet durch! Sehr gut. Die nehme ich jetzt mal. Und von hinten angreifen. Okay, das interessiert überhaupt nicht. Sehr gut. Aber reparieren? Kann ich den jetzt reparieren? Oder kann ich dir irgendwas... Also nee, da kann ich Ressourcen von sammeln, aber mehr nicht. Na gut, macht aber nichts. Grenadiere stehen bereit. Aber die Minen waren cool. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Intelligente Minen. Bin unterwegs. Feindliche Einheiten gesichtet. Ich gehe besser in Deckung. Kacke. Komm ich von hier hinten ran? Und vorne werde ich das nicht versuchen, das kannst du vergessen. Ich mach mich auf den Weg. Deckung kann nie schaden. Dann mal los. Gehen wir mal hier hinten. Aber da sitzen sie wahrscheinlich auch. Boah. Also diese Deckungsmechanik ist so ein bisschen meh. Ein Gegner und er ist nicht allein. Okay. Da ist ein Gegner, der angeblich nicht alleine ist. Deckung kann nie schaden. Gucken wir uns das erstmal an. Halt so eine Truppe, ne? Da ist eine Waffenkiste nochmal. Bereit! Granate ist unterwegs! Gucken, ob ich die alle auslöschen kann mit einer. Na, guck mal, das war doch nicht schlecht. So, schnell in Deckung. Wie sie sich immer gegeneinander übersteht, ist so bescheuert. Das würde doch nie passieren in der Realität. So, eine Einheit ist einen Rang aufgestiegen. Die hier sind aufgestiegen. Strategische Position aufnehmen. Das können wir gleich machen. Was brauchen Sie? Die hier gehen jetzt erstmal hier in die Kiste. Hier erobert das hier. Und du kannst mal hier die Kiste aufmachen. Ach, guck mal, da sind Geschütze, die können wir mitnehmen. So, das haben wir erledigt. Sehr gut. Zwischensequenz. Yeah. Die Basis gehört uns. Ein Hoch auf Polania. Wo habt ihr gesteckt? Und wer ist das? Ich bin Anna. Anna die Große. Freiheitskämpferin, Schützin, Bärenreiterin. Oh, in Ordnung. Da drüben, eine Feldkanone. Könnte nützlich sein, wenn wir sie einnehmen. Ja, dann mach das mal. Müssen noch mehr Ingenieure wir bringen die Anti-Mech-Kanone in Stellung. So, und jetzt? Anti-Mech-System wartet auf Anweisung. Panzerbrecher hält sich bereit. Kann ich die da unten reinstellen und von da aus schießen? Das fände ich ziemlich praktisch. Befehl erhalten. Wir positionieren uns neu. Geht das? Nee, nicht Angriffsbewegung. Stopp, 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 stopp. Macht ihnen die Hölle heiß! Begeben uns zur neuen Position.
Ich weiß nicht, ob jetzt jemand kommt. Erledigt sie! Geht das? Ja. Ach, guck mal, da kommt wieder jemand. Nach unserer Position. Ja? Sieht nach einem sicheren Bereit. Ort aus. Wir suchen uns Deckung. Wir hören. Ein bisschen Schutz schadet nie. Kanone hier! So. Was? In Ordnung. Bisschen weiter vor noch. Machen uns Feuer bereit. Nee. Begeben uns zur neuen Position. Wir sollten einfach verschießen. Wir bringen uns in Angriffsposition. Nee, so in nicht. Ordnung. Wir Na gut, dann soll ich. Stell ich sie mal irgendwo hier hin oder so. Begeben uns zur neuen Position. Ich höre. Gibt's ein Ziel? Eine gute Position. Weiß nicht, ob da jetzt gleich eine Rotte an Gegnern ja? kommen wird. Deckung kann nie schaden. Aber wir werden vorbereitet sein. Verdammt, die Kanone ist schwer. Dann lasst sie hier. Sie ist nicht darauf ausgelegt, ewig herumgeschoben zu werden. Einsatzbereit. Das wollen wir mal sehen. Bereit zur Zielerfassung. Schieß einfach mal dahin eine Weile. Okay, also hier war die Sichtlinie blockiert, deswegen muss ich erst da weg. Verstanden. Kommt das Projektil auch irgendwann mal an? Lol, das hat man anscheinend einfach eben nicht gesehen. Naja gut. Dann laufen wir mal weiter. Was brauchen Sie? Alles klar. Nimm die mit. Die wird uns noch helfen, glaube ich. Bin unterwegs. Die hier unten kommen jetzt gar nicht mehr vorbei. Wo auch immer sie hin sind. Dann mal los. Da hier sind drüben sie. Sind Gegner. Na gut, dann. Sollen die da mal schön bleiben, ne? Ich muss die ja nicht angreifen. Bringt mir ja nichts. Alles klar. Ich sehe hier eine ganze Menge von denen. Oh, Shitty. Vielleicht auch mehr. Ja gut, ich bin jetzt gerade nicht so sicher, ob das irgendwie so zielführend ist mit denen. Also sie kommt ganz langsam nach, aber... Kanone bereit für Befehle! Ich glaube, ich lasse sie jetzt gleich mal auf die schießen. Macht euch Feuer bereit! Nur aus Spaß. Wir hören. Das sah gerade aus, als wäre das hier irgendwie so ein Graben oder so, aber das ist nur ein Fußweg. Ich wollte die da gerade reinstellen. Panzerbrecher hält sich bereit! Bereit zur ja, Zielerfassung! Ich höre! Gehen wir hier mal mit denen schon mal vor. Clearen den Weg. Feindliche Gruppe gesichtet. Ja. Mir aber egal, ob wir den gesichtet haben. Bin ja extra den Weg hier gegangen, damit ich nicht gegen die alle kämpfen muss. Guck mal, da steht ein schweres Maschinengewehr. Wie komme ich da ran? Ich mach mich auf den Weg. Okay, die wollen da unbedingt hochlaufen. Kommen sie hier hoch? Wahrscheinlich nicht. Kanone für Befehle! Wie viele sind das? Was brauchen Sie? Zurück. Zurück. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Gibt's ein Ziel? Verstanden. Die rennen manchmal einen Quatsch zusammen. Also die Wegfindung ist echt nicht so toll. Dann mal los! Gute Position! Feindliche Einheit nähert sich! So. Die haben wir ordentlich aufgeschreckt. Panzerbrecher hält sich bereit. So. Kommen müssen. Überprüfen unsere Munition. Sehr gut. Die Kanone ist immer noch da. Ich weiß nicht, ob die jetzt hierher kommen. Wahrscheinlich nicht. Wie geht's weiter? Bin Gehen wir mal ein Stück weiter. Was brauchen Sie? Panzerbrecher hält sich bereit. Beeilung! Bleibt in Deckung! Die können wir gleich mal... Nein! Oh, der ist so
Der ist so dämlich, dieser Bär. Hat er nicht anders verdient, ey. Bereit zur Zielerfassung. Aber gut, die Waffen machen nicht so viel Schaden, das sind irgendwelche MPs. Sehr schön. Feind am Boden, halten uns hier bereit. Kann aber überlegen, ob ich irgendjemanden Dinger pack, verpassen soll, aber ich glaube, man kann immer nur eine zusätzliche Waffe haben. Maschinengewehr. Nehmen wir mal kurz aus. Oder kriegen wir jetzt einfach nur ein zusätzliches MG in der Einheit? Wenn irgendwas getötet werden muss, leider nicht. Das ist nicht so schön gemacht. Raus hier! Die haben jetzt alle ein MG. Ach, ich weiß nicht, ob das bei Company of Heroes 2 ist oder bei Man of War. Da kannst du jede einzelne Einheit kannst du da ausrüsten. Das ist viel angenehmer. Panzerbrecher hält sich bereit. Begeben uns zur neuen Position. MG-Schützen stehen bereit. Aber ich lasse das jetzt mal. Ich will mal ein bisschen Waffen ausprobieren. Ich höre. Die werden schon was taugen, hoffentlich. Alles klar. Kanone bereit. Feindliche Einheiten gesichtet. In Ordnung. Wir machen uns auf den Weg. Kann ich die von hier unten schießen? Bereit zur Zielerfassung. Jetzt zählt's. Geht das? Nee. Versucht die mal hier hinzustellen. Dann drauf zu schießen und hoffen, dass sie dann runterkommen, damit meine Kollegen hier kurz einen Prozess machen können. Die sind hier schon schön angelegt. So, der Bär wird einfach mitgeschoben. Kanone bereit für Befehle! Macht euch Feuer bereit! Ein paar Meter noch vor, bitte. Hoffentlich können die jetzt schießen. Nein, können sie nicht. Hat aber mehr oder weniger funktioniert, dass wir so wollten. Also die MG-Schüsse unterdrücken auf jeden Fall die Gegner, das ist ganz gut. Also dieses Mädchen ist eure Anführerin? Ja, sie ist unglaublich. Eine polanische Jeanne d'Arc, was? Weiß nicht, wer das ist. Wenn sie auch eine gute Schützin ist, dann ja. So, erobern wir die Basis. Sekundärziel abgeschlossen. Wir dachten, diesmal ist es aus. Nicht, solange wir Anna und Wojtek haben. Wen? Können wir den Bahnhof jetzt einnehmen? Mehr Feuerkraft haben wir nicht. Vielleicht doch. Gibt's ja eine Karte? Hier hat's uns erwischt. Wir mussten unsere Max zurücklassen. Wenn sie also Waffen brauchen... Ist den Umweg vielleicht wert? Ich denke, das ist sinnvoll. Ich nehme sie ins Visier. Nein. Bin gleich da. Ich hatte gehofft, man kann das Ding benutzen. Naja. Also. Wie kann ich helfen? Die Frage ist, wie kommen wir da jetzt hin? Hier ist eine Brücke, hier kommen wir rüber. Alles klar. Das Geschütz wird mitgenommen. Begeben uns zur neuen Position. Da kenne ich nix. In Ordnung, wir machen uns auf den Weg. Ja? Wahrscheinlich ist die Brücke gleich kaputt. Sieht so geskriptet aus. Als würde da jetzt was passieren. Alles klar. Ich sehe hier eine ganze Menge von denen. Ich mach mich auf den Weg. Wie geht's weiter? Gucken wir mal, ob ich den mit dem scharfen Schuss anlocken kann. Was brauchen Sie? Bin unterwegs. Wo sind sie denn jetzt hin? Sie sind weg. Okay, nachrücken. Bereit für Befehle. Verstanden, sind unterwegs. Ich höre. Deckung kann nie schaden. Die Kanone kommt so ganz langsam nach. Begeben uns zur neuen Position.
Okay, also hier oben muss das. Hier ist es. Wie kann ich helfen? Ich mach mich auf den Weg. Die Kanone darf ich eigentlich nicht so allein lassen. Panzerbrecher hält sich bereit. Kommt da nicht drüber. Wir machen uns auf den Weg. Ich höre. Ah, einfach Frontalangriff. Wir stehen unter Beschuss. Bitte vergebt mir. Läuft. Sollen wir ganz kurz warten, bis das hier hochgefahren ist? Wie geht's weiter? Bin unterwegs. So, ein bisschen verteilen. Solange wir hier stehen. Alles ist wieder gut. Also, ich verstehe nicht, wie das Spiel die Einheiten platzieren will. Wie ein kleines Rätsel. Wir geben uns zur neuen Position. Okay, also ich krieg das Geschütz nicht Panzerbrecher über die Brücke. Lasst es hier. So leid es mir tut. Muss was erledigt werden? Wir sind wahrscheinlich finde ich oben eh noch eins. Ist jetzt wichtiger, dass ich einfach ein bisschen schneller vorankomme. Wie kann ich helfen? Können schon mal angreifen, weil die Pioniere können eh nicht ordentlich kämpfen. Alles klar. Da sind schon mal ein paar Waffenkisten. Bin unterwegs. Da sind unsere Mechs. Und ein paar Russwirts. Gut, die können wir ja platt machen. Jeder Schuss zählt. Weiter! Sehr gut. Scheiße! Die schießen auf uns! Ja, wer hätte es gedacht im Krieg, ne? Für unsere Brüder! So, hinterher. Sehr gut. Erstmal die Mechs reparieren. Können wir sie zusammenflicken? Pioniere könnten das. Gibt nicht viel, was ein Pionier nicht kann. So, dann hätten wir unsere ersten Mechs tatsächlich. Diese Folge ist doch schön. Aber die sind noch die leichten. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Sehr leichten. Die wird als Maschinenpistole deklariert. So gut wie neu. Das hier eine Anti-Tank-Kanone. So, und wie mache ich das jetzt? Ja? Wollen wir erstmal kurz gucken. Was ist in den Kisten drin? Das sollte es gewesen sein. Ich vermute, da ist auch eine Schaufel drin. Nee, da war irgendwas anderes drin. Du bist einfach der beste Metall, glaube ich, einfach. Gut, dann gehe ich jetzt mal in den rein. Ist jetzt die ganze Einheit gleich weg oder wie sieht das aus? Wie sieht der Plan aus? Straschnik einsatzbereit. Aha. Kann ja nicht so schwer sein, ihn. Das sind jetzt noch 5. Also ich vermute, dass das gleich nur noch 4 Leute sind. Sekundärziel abgeschlossen. Nee, es sind immer noch 5. Was gibt's? Geht in Deckung. Bin verwirrt. Woher kommen die Piloten für die Dinger? Was brauchen Sie? Gut, mir soll's recht sein. Da je mehr Gegner. Waffen, desto besser. Eine ganze Menge. Eine Menge Feindkontakte. Ich bin einsatzbereit. Angriff. Schon ganz cool aus. Ja. Ich mag die Effekte. Was brauchen Sie? Der Sound ist so mittel. Aber es sieht knallig aus alles. Bei den Max lasse ich mal vorstapfen. Der ist ziemlich schnell. Das ist wahrscheinlich irgendwie ein Scout oder so. Der ist aber halt wahrscheinlich nur gegen andere Max gut. Das ist ja super einfach. Mit dem jetzt. Ich bin einsatzbereit. So langsam nachrücken.
Immer auf Deckung achten vielleicht noch. Haben Sie eine Mission für mich? Was brauchen Sie? Guck mal, hier ist doch perfekte Deckung. Und ich vermute, das ist jetzt nicht Zufall, dass da so eine schöne Deckung ist. Ich sehe mir das mal an. Feinde gesichtet. Wo? Wir sehen uns da. Ah, hier stehen welche rum. Da ist, glaube ich, ein Mac. Haben Sie eine Mission verstanden? Wir sind Feinde gesichtet. Das wird Ihre Aufmerksamkeit wecken. Schmierli wird angegriffen. Befehle? Okay. Komm, ich zieh mich mal zurück. Ah, Loli, hier kommen jetzt von da oben auch noch. Ihr werdet den mal schnell reparieren. So, ihr schießt auf den hier bitte. Sehr gut, der ist repariert. Sehr schön. Das hat gut funktioniert. Hat irgendjemand eine ordentliche Waffe fallen lassen? Nö. Bei reparieren kann ich den jetzt leider nicht. Der sieht nicht mehr so gut aus. Bevor ich den jetzt einnehme, den Punkt, erstmal die Waffenkisten aufmachen. Wo sind Gegner? Da unten, okay. Schweres MG. Müssen wir aufpassen. Ja? Verstanden. Metall war das, glaube ich, wieder. Da drüben haben wir Deckung. Machen wir. Sieht nach einer guten Position aus. Denen ja. Geht's gerade nicht so gut. Die sollen wir sich mal ein bisschen. Wir stehen unter oh, verdammte Axt. Das war ein Fehler. Ziel identifiziert. Greife an. Feuer jetzt. Achso, das ist eine Mauer, der sieht die nicht. Kann ich da drüber laufen? Ja. Interessiert ihn nicht. Na komm, dann erobert ihr mal. Ich weiß nicht, ob die das sehen. Die sehen das nicht scheinbar. Bereit für Befehle. Raus hier! Jetzt sehen sie es. Haben sich gerade umgedreht. Der Bahnhof ist unser. Sehr schön. Wahrscheinlich kommen jetzt ein Haufen Gegner. Die werden sich das hier nicht bieten lassen. Danke für die Rettung, Jungs und, Mädchen. Mein Vater, er hat einen Metallarm. Habt ihr ihn gesehen? Rusvietische Soldaten kommen von Norden. Viele. Okay, können wir uns noch vorbereiten? Die wollen den Bahnhof zurück. Wie ich wir gesagt habe. Wir halten sie auf. Bereit machen zur Verteidigung. Kann ich jetzt was bauen? An die Gewehre. Legt Minen. Auf Verteidigungsposition. Schnell, es geht gleich los. Ich würde jetzt gerne Pause drücken können. Neues Primärziel erhalten. Verstanden. So. Sind unterwegs. Sie sagen, was Sie brauchen und wir bauen es. Was kann ich alles bauen? Ich kann Stacheldraht und sowas bauen. Aber erstmal Minen. Vergesst nicht, dass sie hier liegen. Du holst jetzt mal bitte auch schnell von dem Zeug. MG-Trupp ist bereit. Ist besser als nichts. Euch bei euch. Einfach ein Ziel. Hier sind noch ein paar Pioniere. Wir machen uns auf den Weg. Pioniere sind bereit. Nein, nicht reparieren. Macht langsam. Sie sagen, was Sie brauchen. Keine Hände. Und wir bauen es. Minen, wir brauchen Minen. Vergesst nicht, dass sie hier liegen. Muss was erledigt werden? Noch mehr Minen. Hier können wir mal ein paar Sandsäcke. Wie kann ich die drehen? Steht hier jetzt nirgends. Strasznik hier. Erstatte Bericht. Alles unverändert. Das ist ja blöd. Warum sagt mir das Spiel nicht, wie ich es drehen kann? Macht langsam, Jungs. Nur wie sieht der Plan aus? Na gut, dann werden halt erstmal ein Arsch von Minen gebaut. Macht mir langsam, soll es recht Jungs. Sein. Nur keine Hektik. Hier war auch noch mehr. Das ist genau das Richtige gegen Panzereinheiten. Ich könnte irgendwie noch eine Einheit gebrauchen gerade. Wir stehen bereit, Polania zu verteidigen. Werden?
Okay, Minen können die hier jetzt keine mehr bauen. Ich hab vor allem schon mein Limit. Wir machen es im Handumdrehen feuerbereit. Limit erreicht, was das Geld angeht. Bereit zur Zielerfassung. Bringt sie in Stellung. So, ihr geht euch wieder Waffen holen. Zurück zu den Wurzeln. Muss was erledigt werden. Hält sich bereit. Wir mal spazieren. Hier unten lag noch eine fette Waffe. Irgendwelche Befehle? Stabilisiert das Geschütz. Meine Waffen sind bereit. Strasznik rückt vor. So, die Max noch ausrichten. Komm, da kommen schon die ersten. Sieht doch gut aus. Ich will dich gerne hier drüben haben. Einen von denen da drüben. Ne, die Waffen da sind weg. Gut, dann brauche ich euch jetzt da vorne irgendwo. Kann sich mal vorne hinstellen. So, meine Heldin kommt auch dahin. Sieht nach einem sicheren Ort aus. So. Hab ich hier. Ja, genau, hier habe ich noch einen. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Angriff. Sehr schön, der wird gerade repariert, das passt alles. Es ist noch nicht vorbei! Hey, ihr da! Wo ist Lechkos? Wo ist mein Vater? Dein... Professor Dibowskis Tochter, natürlich! Er hat nie etwas von dir gesagt. Hätte ich Bescheid gewusst, wäre es anders gelaufen. Hey, willst du mir sagen, wo dein Onkel steckt? Er würde dich hier doch nicht alleine lassen. Wo ist mein Vater? Dein Vater hat mir nicht gesagt, was ich wissen wollte. Naja, etwas habe ich trotzdem bekommen. Hey, Süße! Wie sprichst du überhaupt mit mir? Weiter. Bereit zum Angriff! Okay, jetzt haben wir ein bisschen größere Gegner mit am Start. Machen wir uns bereit! Aber wir sind ja ganz gut aufgestellt. Primärziel abgeschlossen. So, mehr Geld habe ich jetzt allerdings nicht bekommen. Kanone bereit für Befehl! Sie sagen, was Sie brauchen, und wir bauen es. Die Kanone nochmal schnell reparieren. Was brauchen Sie? Macht das MG bereit! Ein bisschen weiter vorrücken. Ja? Die könnten sich noch andere Waffen holen, aber naja, dafür ist es jetzt, glaube ich, zu spät. Das sollte es gewesen sein. So, Kanone ist repariert. Alle, ist irgendjemand noch nicht repariert? Kann ich irgendwas tun? Vielleicht auf Patrouille gehen? Sieht okay aus. Gut, bleiben wir in Bewegung. So. Verteidigungslinie steht. Achtung, komm. Lol, die versuchen uns zu umgehen. Nicht mit mir, Kollege. Erledigt. Na, wo kommen die denn jetzt aber auch alle her? Oh oh. Wird hier mal angreifen. Dafür bist du gedacht. Sehr schön. Schluss. Dazu ist keine Zeit. Folgt mir. Okay, jetzt kommt der Oberboss. Selbst, Alter, der ist ja riesig. Wir können nicht gewinnen und auch nicht fliehen. Wir gehen nirgendwo hin. Mut, Leute! Für Polania! Steht die junge Dame denn? Ich sehe sie gar nicht. Ach, da steht sie ja. Als
Freunde mitgebracht. Onkel Lay! Onkel Lay! Wir sind gerettet! Oh yeah! Onkel Lay? Greift an! Worauf wartet ihr? Angriff! Würde ich mir immer noch überlegen. Was brauchen Sie? So, die kann ich jetzt... Ah, die kann ich nicht benutzen. Zieh dich mal zurück. Alter, der ist schon riesig, ey. Gibt es irgendwie die Möglichkeit, hier mal eine Fähigkeit abzufeuern? Ich mach gerade nix. Ich genieße gerade nur die Show. Ach, fliegen kann er auch noch. Sehr schön. Mission abgeschlossen. Was machst du hier? Papa? Was ist denn jetzt mit dem passiert? Der hat doch super gekämpft. Da ist doch gar nichts passiert eigentlich. Gehen. Hier sind wir nicht sicher. Hör zu, wir teilen uns auf. Sie dürfen nicht alle auf einmal erwischen. Operation Hoffnung geht weiter. Der polanische Widerstand lässt niemanden im Stich. Polania! Ja, Polania! Na, Papa. Professor Dibowski? Ja, schon immer. Dein Vater und Heinrich Steinmetz haben für Tesla gearbeitet, als er die Automaschinen entwickelt hat. Ich weiß nicht, was Zubov von ihnen will. Wir haben erfahren, dass der Mistkerl auf der Suche nach ihnen war. Ich habe ein paar Männer geschickt, aber offenbar zu spät. Warum hat mir niemand etwas gesagt? Niemand sollte es erfahren. Sie waren Ingenieure in der Fabrik weit vor deiner Geburt. Sie flohen, um ein neues Leben zu beginnen. Doch der Krieg hat sie eingeholt. Ich muss mit diesem Heinrich in Kolno sprechen. Er muss etwas wissen. Da wollen wir auch hin. Die Russwirts haben die Stadt von der Außenwelt abgeschnitten und wir wollen ihnen einen Besuch abstatten. Wenn du nicht fliehen willst, kannst du mitkommen. Du schießt gut. Aber zuerst muss ich Papa begraben. Tu das, aber mach schnell. Der Krieg wartet nicht.
Die Stimme von dem Kollegen kenne ich auch irgendwoher. Die hat man, glaube ich, auch schon in 1000 Videospielen gehört. Warum starren wir Gleise an, statt nach Kolno zu gehen? Die Blockade zu brechen ist nur der halbe Plan. Wir wollen auch den Bürgern helfen, Hilfsgüter liefern. Hier, was siehst du? Russwirtische Soldaten, manche auf Patrouille. Ein Frachtzug, Ölpumpen, Eisenminen. Dieser Zug versorgt sonst die russwirtischen Truppen. Diesmal übernehmen wir ihn und versorgen unsere polanischen Genossen mit einem wichtigen Hilfsgut. Hoffnung. Wir stehlen einen Zug aus einer russwirtischen Basis? So wird man zur Legende. Mutig. Na gut, das wird nicht einfach. Das Zugdepot ist schwer bewacht. Wir müssen eine Armee ausbilden. Ich will eine Basis genau hier. Und sehr ich will schön. Ressourcen. Viele. Also los. Neues Primärziel erhalten. Schön. Dann würde ich mal sagen, haben wir nächste Folge endlich mal eine ganz normale Basenbau-Geschichte. Das finde ich gut. Ich habe tatsächlich darauf gewartet und gehofft, dass das bald kommt. Aber das machen wir nächste Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt euch den Guide von Styler mal an. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Macht's gut. Tschüssi.